So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play in der neuen Welt. Heute spielen wir mal eine kleine Runde. Ich wollte eigentlich mal spontan aufnehmen hier, weil ich gerade, weil mir die Folgen ausgehen und habe eine neue Welt erschaffen und denke, wir machen einfach mal hier eine kleine Runde Singleplayer Minecraft. Und, also, ich habe mir da einen Seed im Internet gesucht. Ich müsste den mal, glaube ich, mal suchen. Ich habe den irgendwo aufgeschrieben. Der ist schon richtig hammergeil. Und ich denke, ich habe schon jetzt einen Plan ungefähr, dass man hier oben ein Haus bauen könnte oder da drüben oder weiß. So. Der Boden ist hier komisch. Das Dumme ist, es ist mir sonst immer schon so aufgefallen, wenn ich alleine aufnehme, habe ich so weniger zum Erzählen, als wenn man irgendwie in einem Let's Play Together oder so machen würde. Deswegen habe ich jetzt auch eine Playlist im Hintergrund laufen. Mit einer Creative Commons Lizenz. Also darf ich das verwenden, solange ich es zumindest verlinke. Was ich auch tu. Alter, die Augen. Was ich auch tun werde. Von einem meiner Lieblingsmusiker. Professor Click. Der produziert Dance und Dubstep, so. Nee, nicht Dubstep. Keine Ahnung, kann das nicht genau definieren, welche Art von Musik das ist. So ein bisschen Elektro vielleicht. Aber alles kostenlos. Man kann natürlich spenden, wenn man will. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Naja, die Musik von dem ist schon richtig gut. Freund von mir, der Fabien, hallo an dieser Stelle, der macht zurzeit selber auch Musik. Musik. Auch so ein bisschen in der Richtung, aber auch ein bisschen was anderes. Der ist richtig gut, der, also der schickt mir immer wieder ein paar Sachen, die sind einfach geil, ey. Könnte ich auch mal in die Playlist einfügen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, habe ich sogar ein Lied in der Playlist drin von ihm. Hallo? Achso. Tja, ich glaube, ich gehe mal da. Soll ich da hoch? Ja. Komm, ich nehme mal ein paar Setzlinge mit mir. Irgendwo. Hatte hier gerade einen Baum, oder kann das sein? Ja. Da sind noch ein paar Setzlinge. Apfel. Nehme ich die Setzlinge hoch und verteile die oben auf dem Berg, dann ist es leichter. Nehmen wir ein paar Zuckerrohr noch mit. Kann man auch gleich oben anpflanzen, sofern oben Wasser vorhanden ist, was ich jetzt aber glaube ich nicht so denke. Oder ich verteile das Zuckerrohr einfach mal hier unten. Könnte man hier unten eine Farm machen, das wäre cool. Also der sieht es schon toll, den müsste ich glaube ich in die Beschreibung einfügen. Weil diese Wände und diese halb schwebenden Berge sind schon richtig geil. Bin zu dumm zum Springen. Ich hoffe, der nimmt überhaupt die Musik auf, weil wenn nicht, muss ich es nachträglich einfügen. Habe ich nämlich noch gar nicht getestet, ob Fraps das mit aufnimmt. Ich vermute nicht. Aber nachträglich einfügen ist nicht so schwer, also. Andernfalls. Nach den 1, 2, 3 Folgen, wo ich da jetzt heute aufnehme, checke ich mal danach, ob der das aufgenommen hat. Und wenn nicht, dann.
entweder manuell einfügen oder ich lasse einfach dann in den nächsten Folgen die normale Minecraft-Musik laufen. Musik, Musik. So, endlich oben. Hier ist auch der Boden so halb offen. Normalerweise ist ja immer Gras. Ein bisschen süß. Achso, Kies. Wow. Oha. Kleine Höhle auch noch in der Nähe. Ist auch gut. Und da Kohle, da Kohle, da Kohle. Kohle. Aua. Fangen wir mal an. Machen wir mal eine Werkbank hier. Hallo? Ah, jetzt. So wie immer hoffe ich mal, dass ich mal wieder nicht zu laut bin. Also, wer die letzten Portal 2 Folgen gesehen hat, so, ich glaube ab Folge 13 war es oder so, da bin ich ja vom Ton übel scheiße geworden. Ich hätte davor schauen sollen, ob ich das Mikrofon richtig eingestellt hatte, weil es war einfach zu laut. Den Boden müsste man hier nachträglich noch... Ich baue jetzt einfach mal hier drauf und dann mache ich hier später den Boden anders rein. Aber zuerst einmal ein paar Holzwerkzeuge, zumindest meine Holzaxt, Spitzhacke meine ich, damit ich hier einen Stein abbauen kann, und eine Truhe mache ich mir schon mal. Alles rein. Ach nee, die wollte ich ja verteilen. Und die Äpfel nehme ich, glaube ich, mit. Schwert könnte ich auch noch machen, aber... Naja, okay, es wird bald dunkel. Nee, ich verteile die nicht hier, ich verteile die da drüben. Das ist besser. Wenn ich da das Haus machen will, sind die Bäume ein bisschen abgegrenzt. Da noch. Hier unten. Zack. Hä? Moment, bin ich peaceful? Peaceful, ach darum, okay. Hab mir nämlich gedacht, mein Leben wurde wieder regeneriert. Ist doch nicht normal. Zumindest nicht normal auf easy, und ich spiele eigentlich immer auf easy. Oder höher. Peaceful nehme ich eigentlich nur zum Bauen. Ich glaube, das macht eigentlich jeder. Außer man baut jetzt gerade was Spezielles, wo halt Monster wichtig sind. Aber das nervt dann auch ein bisschen beim Bauen. So, machen wir mal den Haufen da weg. Also wie gesagt, ich nehme jetzt nicht nur so lange auf. Vielleicht halbe, dreiviertel Stunde. Ich werde wahrscheinlich wieder unterbrochen. Ach, das wird demnächst nicht mehr so passieren. Weil meine Schwester geht jetzt studieren dann wieder. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unterbrochen werde, geringer. Es ist schon eine geile... Oha! Ein Schlitz auch nur hier, ja geil, hey. Also wenn ich dann mein gescheites Häuschen habe, ein kleines, und ein paar Waffen oder so, Werkzeuge, dann könnte man da ruhig mal runter reingehen, das wird, glaube ich... Also ich muss sagen, ich mag eigentlich solche Schlitze gar nicht, aber es ist ein Muss, irgendwie reinzugehen, weil da sind immer lauter Minen und... oh, falsche Taste. Und Dings, Minen und... wie heißt's denn? Dungeons und so. Ich war ja gerade irgendwie voll falsch hier, musste mal überlegen, wie der Begriff heißt. Minecraft habe ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt, in letzter Zeit spiele ich immer League of Legends mit ein paar Kollegen. An dieser Stelle mal nochmal Hallo.
Hallo Hippo, hallo Felix, Dennis, wer auch noch alles. Einfach mal hallo. Oh oh. Ich verteile jetzt einfach mal Erde. Denke, ich mache hier mal schnell ein Haus, beziehungsweise ein paar Wände. Zack. Okay. Naja, wird jetzt wieder so ein Lilliputaner-Häuschen. Wie in den Dings. EPT-Folgen. Die Kiste nehme ich gleich auch noch mit rein. Ach, der Mond. Ich liebe diesen Mond hier in dem Texture-Pack. Der schaut ja richtig geil aus, finde ich. Ich mag das Texture-Pack eher überhaupt. Ich nehme eigentlich kein anderes. Außer wenn ich halt... Naja, ich habe übelst das drauf, also... Ja, upsala. So wollte ich eigentlich. Klatschen wir noch schnell ein Dach drauf und dann passt das für erste. Ich brauche noch eine Tür. Und dann laufe ich ein bisschen draußen rum in der Hoffnung, dass ich nicht von Spinnen oder sonstigen Viechern angegriffen werde. Schaut doch wunderschön aus. Könnte fast nicht schlimmer werden. Ah, verdammt, das ist eine Kiste. Hier wollte ich. Kohle bräuchte ich auch dann demnächst noch. Also die Anfänge sind immer so irgendwie eintönig, kann man, oder? Ja, schon so eintönig. Über Holz holen, Haus machen. Ich hätte mal Bock, das habe ich eigentlich noch nie bisher ausprobiert. So eine Bonustruhe am Anfang, wie viel Unterschied das eigentlich ausmacht. Oh. Weil in der Bonustruhe am Anfang sind ja schon ein paar Sachen so mit drin. Ich weiß gar nicht was. Wahrscheinlich Holz und irgendwelche Werkzeuge oder so.